Herzlich willkommen zurück in Wiedenbrück. Nach Berlin geht's heute, nach Berlin. Ja, und sieht ganz ordentlich aus bei uns im Moment. Vierter Platz gegen Union Berlin, fünfter Platz. Die sind aber technisch stärker als wir. Stärketechnisch zumindest. Gucken wir mal, was da geht. Ich würde im Vorfeld sagen, es wird ein schwieriges Spiel und man könnte hier eventuell auch mit einer Niederlage rechnen müssen. Ja, gucken wir uns die restlichen Spiele an. Ingolstadt gegen St. Pauli ist das Topspiel. Zweiter gegen Dritter ist natürlich auch ein Kracher. Dann halt Vierter gegen Fünfter, also wir gegen Berlin. Und dann noch Sechster gegen Achter, Stuttgart gegen Bochum. Also bei sechs Mannschaften sind die Plätze bis 8 vertreten. Es ist auf jeden Fall spannend. Und bevor wir irgendwas anderes machen, gucken wir erstmal natürlich in eure Kommentare kurz rein. Der Wiendienst hat gesagt, ich hätte gedacht, dass es 2-1 noch fällt. Ja, wir haben unentschieden gespielt gegen Fürth 1-1. Vollkommen okay. Aber wäre auch so gut. Okay. FIFA Brother schreibt, ja, wir hätten den Sieg verdient gehabt. Haben wir aber nicht geschafft, schade. Und seinen Spieler wird sich nicht entwickeln, der Meier. Ja, so ist das schon mal, ne? Also die haben, ist halt auch nur ein Zweier-Talent. Den wolltest du haben, den hast du gekriegt, dann müssen wir gucken. Also, plus 22 Punkte hast du bekommen. Gucken wir mal nochmal in die Trainingsziele rein, was du da so hast. Nee, Siri, halt's Maul. Nein. Halt die Schnauze. Ja, gucken wir mal Trainingsziel hier. Wo arbeitet er denn dran? Hier Fangsicherheit, ne? Und Abschlag. Und ja, das war's auch schon, ne? Ja, irgendwie. Hat er ja alle hier erreicht. Ja. Da müssen wir mal, also, das ist ja auch Quatsch hier. Da müssen wir mal neue vergeben hier auf jeden Fall. So, es ist früh am Morgen, der Gary braucht noch ein bisschen Zeit hier auf jeden Fall. So, klack, klack. Stellungsspiel kriegst du mal neu. Hier Abschlag kann man besser werden. Fangsicherheit. Und dann noch Mann gegen Mann. So. Immer wieder neue Trainingsziele. Gucken wir jetzt mal durch hier. Nicht, dass die. Ist irgendwo noch einer. Der hat auch hier alle erreicht. Mit einem doch normal gesagt. Und dann klicke ich doch entweder. Warum ja, mach mal alle plus 5 oder ich vergib die neu. Warum ist das denn hier so passiert? Der Gary irgendwo geschlafen oder so. Passiert schon mal, ne? So ab und zu mal während FM zocken kann man schon mal ein bisschen eine Runde schlafen. So. Kurzen Pässe und lange Pässe kann der auch mal hier noch üben. Dann vielleicht noch hier. Ja, also Robustheit auf jeden Fall. So. Der hier, er hat auch schon fast alle erreicht. Torben Malasch, da können wir auch direkt mal neu reingucken. So, hallo, klick doch mal an hier. So, es hat auch schon alles hier über. Viel über 60. Gucken wir jetzt mal, dass wir die er noch nicht über 50 hat, zumindest mal hier nachholen ein bisschen. Oder hier kurze Pässe kann man im Mittelfeld auch mal gebrauchen und lange Pässe auch als linker Typ. So, und auch hier, er hier, Michael Jakob. Was ist denn hier los? Warum haben denn so viele ihre Trainingsziele erreicht und ich krieg das nicht mit? Das ist natürlich sträflich von mir. Tut mir tierisch leid, wenn eure Spieler dabei waren. Zum Beispiel eben vom FIFA Brothers. War keine Absicht. Muss ich jetzt hier nachholen alles. Mal kurz, ne? Und so weiter. Hier lange Pässe. Oh, komm, warte mal hier. Und Dribbling von mir auch noch. Presse hat ja auch nur noch. Auch hier der Fatih Bülbül. Den habe ich ein neues Bild gegeben. Unserem Jugend. Spieler Fatih Bülbül. Auch hier überall alles erledigt. Das ist jetzt ein bisschen uncool, dass ich das hier während der Folge eigentlich mache, weil ja, hat halt ein bisschen Zeit in Anspruch. Auf der anderen Seite seht ihr dann nochmal, was ich auch hier alles mache, ne? Wird hier nichts verschleiert. Sind hier nicht im Bundestag. Und ja. Gucken wir uns jetzt hier mal so kurz alles durch. Der Uchiquai auch, ey. Wie viele Leute haben das denn hier? Ist ja schlimm. Währenddessen könnte man vielleicht bin ich so gut und kriegt das hier so parallel hin mit den Kommentaren reingucken. Und zwar wurde dann auch noch gesagt hier,
Ach ja, der Wientietz hat auch gesagt, er findet lächerlich, was der Dembélé da abzieht. Und ich sehe das genauso. Und jetzt macht der Coutinho in Liverpool noch das Gleiche. Von daher sollen die mal alle, die Vereine, sollen die da mal schön, wie sagt man, schön Kante zeigen und mal schön sich da nicht beirren lassen. Sondern den Typen allen sagen, ja, dann, wenn du hier jetzt meinst, du musst jetzt hier streiken, dann tu das doch. Dann bleib doch auf der Tribüne sitzen und komm nicht ins Training. Ich sag mal so, das wird dem Spieler jetzt auch nicht helfen, wenn man dann nächste Saison irgendwie mal irgendwo hinwechseln will. Ne? Und auf einmal fühlt ein halbes Jahr lang keine Trainingspraxis hatte. So, Rico Krumser ist übrigens immer noch frei. Wenn jetzt nach der Folge hier keiner sagt, er möchte ihn haben, dann vergebe ich den selbst. Ja, Aufstellungsassistent ist doch super so. Alles klar, jetzt haben wir die zumindest mal durch. Muss ich vielleicht für die Jugend auch nochmal durchgucken, aber jetzt nicht. Gut, was haben wir noch gehabt hier? Ach ja, die Frage war, warum man unter Marcel Davies weg ist in der Jugendmannschaft und nicht auffindbar ist. Der hat wohl einfach, Tschüss gesagt. Ist uns ja mit dem Hölscher auch schon aufgefallen, dass manchmal irgendwie Spieler einfach gelöscht werden. Das ist scheiße vom Fußballmanager, aber können wir auch nichts dran ändern. Offensichtlich, weil, ja, ist zumindest der Gedanke, die Theorie dahinter, weil die Datenbank immer mal zu voll ist. Aber dann frage ich mich trotzdem, warum das passiert. Dürfte eigentlich nicht passieren. Weil die Datenbank nimmt ja jedes Jahr zu. Wird ja immer größer. Also, weiß ich nicht. Was haben wir hier? Zweite Minute, direkt ein Freistoß für die Unioner und fast ein Tor. Eieieiei. Was geht auf jeden Fall hier los, ey. Tommy und Joe Linton wollten auch schon ein Tor schießen. Konter jetzt über Fintich. Der einen Two-Horn-Schuh, der flankt nach innen. Hoffland ist kurz vor Altitasch da. Ja, Jungs, wir haben demnächst vielleicht den Pato hier am Start. Da müssen wir gucken, was wir machen. Ich habe schon überlegt, keine Ahnung, ob wir dann vielleicht mit einer hängenden Spitze oder so noch spielen oder so. Müssen wir uns mal angucken, was der genauso kann. Aber ich finde es auch witzig, mal so einen Alt-Star zu holen. Und ihr habt gesagt, seid ihr dabei. Und deshalb versuchen wir, den Alexandre Pato nach Wittenbrück zu holen. So. Wir sind nach Berlin gefahren, um hier Punkte zu holen. Und bisher haben wir zumindest einen drin. Und Tommy macht jetzt eine Ecke, aber die wird einfach geklärt zur weiteren Ecke. Wird auch wieder Tommy schießen, kein Problem für den Guten. Der kann das manchmal nicht so gut, aber manchmal schon. Hier nicht. Zu kurz. Hoffland kann da klären. Was sagt die Tabelle? Braunschweig überholt uns beide gerade. Also ein Unentschieden bringt hier nicht so viel für uns. Der Kai Lampe ist der neue Schiedsrichter. Der Kai Lampe. Oha, Ecke jetzt hier von Kostli. Bobadilla kommt an den Ball, aber Subotic hat ihn gestört und deshalb kriegt er den Ball nicht mehr aufs Tor geköpft. Ja, Subotic ist so ein bisschen Licht- und Schattenmäßig bei uns immer mal unterwegs, habe ich das Gefühl. Jetzt haben wir einen weiten Einwurf von Redondo in den Strafraum. Eriksson verlängert, Bobadilla ist einen Schritt schneller da als Subotic. Ich sag's ja noch. Licht und Schatten bei Subotic bei uns im Moment. 1-0, Raul Bobadilla mit dem schönen Hellstatue. Achte Tor jetzt am 9. Spieltag. Mai. Da müssen wir vielleicht jetzt hier mal Einsatz hochpacken. Ja, die Unioner sind die zweitstärkste Mannschaft in der Liga. Und ja, ist auf jeden Fall auch hart. Hier kann sich jetzt Subotic mal durchsetzen beim Eckball. Hart gegen so eine Mannschaft zu spielen. Schwer auf jeden Fall. Und ja, 24 Minuten gespielt und 1-0 liegen wir hinten. Es ist heute übrigens der DFB-Pokal. Hallo. Oh, klares Foul von Esenir an Gebisser. Super, super. Es gibt Elfmeter. Dann verschieben wir das mit dem DFB-Pokal. Eine Runde. Und wer schießt denn jetzt hier eigentlich? Fintic schießt den, läuft an. Tor, jawohl, der Fintic. Hat doch so viele verschossen. Hier macht er einen. Klasse, zweites Tor in dieser Saison für ihn. Oh. Und jetzt mal draufgehen, Jungs, noch hier. 10 Minuten vor der Pause, draufgehen. Raul Bobadilla will in den Strafraum eindringen, wird da von Hornschuh
schubst. Ja, und dann gibt es auch Elfmeter für die Hausherren, für die Berliner. Scheiße, ey. Aber der Weg hat ja letztens schon mal ein paar gehalten. Wie sieht's jetzt aus? Nein. Damir Kreilach macht den zweiten Elfmeter hier im Spiel rein. Ja, auch irgendwie ganz komisch, ne? Dass man irgendwie hier jetzt in der letzten Zeit immer mal, wenn man Elfmeter hatte, direkt zwei oder drei hatte. Ah, scheiße. So kurz vor Pause jetzt nochmal hier ein Ding reinzukriegen, ist natürlich ärgerlich. Richtig ärgerlich. Scheiße, ja, Hornschuh. Das war hier nix. Das war nix. Wir werden bis zum Schlusspfiff voll dagegen halten. Und eventuell bringen wir nochmal unseren guten alten Ersatzstürmer, den Tomalla, für Altintas. Müssen wir mal gucken. Weil, ach ne, haben wir ja gar nicht dabei. Der Tomalla ist ja wieder mal verletzt. Und der Krauer dabei. Da müssen wir mal gucken. Oh, Subotić schläft. Bobadilla kann alleine auf Wege zulaufen. Aber Subotić setzt nach. Immerhin. Also wenn man schon vorher verkackt, dann muss man wenigstens auch die Eier haben und die Nerv haben, da hinterher zu rennen. So, Wiedenbrück spielt jetzt schnell und schnörkellos nach vorne. Gebisser nimmt Altintas auf links mit. Der unauffällige Türke marschiert bis zur Grundlinie. Flankt dann rein. Da ist Joel am höchsten, aber scheiße, er köpft. Er köpft knapp am Tor vorbei. So ein Mist. Fintic jetzt nochmal mit Altintas. Der startet gar nicht erst, weil der Ball viel zu hart geschossen war. Ah, Mist, ey. Dann kommt Meredith nochmal rein. War kein gutes Spiel von dem Kollegen. Und jetzt gucken wir mal, wie wir hier noch bringen können. Ja, so viele gar nicht eigentlich. 68er Tommy. Können wir mal überlegen, ob wir den nicht jetzt durch Ruge mal ersetzen. Und Ruge mal ein Spiel gönnen. Aber ich habe das Gefühl, der Sukuc macht das jetzt hier. Der wird noch Veränderungen im Spiel bringen. Deshalb kommt er mal rein. So, halbe Stunde haben wir ja noch. Und vielleicht holen wir noch einen Unentschieden raus. Wir sind ja im Moment in einer kleinen Unentschieden-Serie. Aber erstmal ist Damir Kreilach am Start. Hoffland steigt am höchsten. Kriegt aber nicht genug Druck hinter. Gut. Ja, heute ist der DFB-Pokal. Ich gucke mir auf jeden Fall das Dortmunder Spiel an. Habe aber letztens mein Sky-Paket gekündigt, weil ich den ganzen Quatsch nicht mehr mitmachen will. Dass man jetzt verschiedene Anbieter braucht und so weiter. Damir Kreilach muss nur noch einschieben, aber dann spielt er ab auf Bobadilla. Ja, und der macht das 3:1. Ja, gut, dann haben wir hier auf jeden Fall mal eine Niederlage. Eine zweite in dieser Saison. Und finden uns auf Platz 7 wieder. Ist auch noch okay. Aber natürlich will man jedes Spiel gewinnen, ne? Ja, DFB-Pokal und Sky, wie gesagt. Also ich kündige mein Sky-Ding, das läuft gleich im April dann aus. Und guck heute in den DFB-Pokal, natürlich das Dortmund-Spiel und heute Abend dann wahrscheinlich Konferenz. Gestern haben wir ja schon gespielt und die, ja, Leverkusener wären fast rausgeflogen, ne? Gegen Karlsruhe, bis in die Verlängerung ging's. Und da haben sie aber dann 3:0 gemacht. Auch eine Überraschung. Apropos 3:0, hier steht's 3:1. Schwieriges Spiel war es für uns. Berlin ist kein gutes Pflaster. Und die Unioner sind im Moment hier auf Aufstiegskurs. Düsseldorf genauso. Das sind aber auch die beiden Absteiger aus der ersten Liga. Die wollen natürlich direkt wieder hoch. Aber wir wollen natürlich uns zumindest in der zweiten Liga behaupten. Und das tun wir bisher. 7. Platz in der zweiten Liga. Nach so einem Durchmarsch in der dritten ist ja vollkommen in Ordnung. Trotzdem, nehmt es mir nicht übel und ich denke, ihr seid das Gleiche, will man natürlich gewinnen, Tore schießen und so weiter und ist immer unzufrieden, wenn man hinten liegt. So, ja, Körpersprache der Wiedenbrücker zeigt an, dass man sich da ergeben hat. Flanke von Sukuc jetzt mal. Busk verschätzt sich, hinter ihm steht aber Hoffland und klärt auf Ecke nochmal kurz. Ey. Klasse, da hätte fast der Sukuc hier noch den Anschlusstreffer beordert. Und die Ecke von Tommy, ja, wird von Hoffland gut geklärt mit einem Flugkopfball. Sieht man auch sehr oft bei uns hier im FM. Erik Tommy nochmal auf Baltintas. Der hämmert den Ball Volley aufs Tor.
Busk reißt noch die Faust hoch, aber da knallt er ins Netz rein. Und die Netze sind hier von hoher Qualität, weil dass die nicht reißen bei dem Kracher, da lässt er mal einen fliegen und haut den einfach rein, ey. Keine Chance für den Torwart, obwohl der genau auf ihn drauf kam, ne? Aber die Füße, die Füße hätte er auch hochreißen können, aber die Hände hat er nicht mehr schnell genug hochgerissen. Spiel hat eigentlich keinen Verlierer verdient, jetzt aber noch mal eine Ecke hier für Union. Oh, an den Außenposten von Toni Leistner. Knappes Ding. So, vielleicht geht ja noch was hier. Geht voll drauf nochmal. 84. Minute. Oh, oh. Srebitski hatte schon eine gelbe. Kann er froh sein, dass er nicht gelb-rot sieht. Subotic langt dagegen Bobadilla ordentlich hin und es gibt sofort gelb. Noch so eine Aktion ist draußen, hat er gesagt. Der Schiedsrichter Kai Lampe. So, auf jetzt. 2 Minuten haben wir noch. Klares Foul von Parenzen an Jolinton im Strafraum. Den 2. Elfmeter für uns. Ich sag ja, irgendwie im Moment, wenn es Elfmeter gibt, dann direkt ein paar. Jetzt haben wir in der 88. Minute die Möglichkeit, hier noch den Ausgleich zu machen. Fintic legt sich den Ball zurecht, läuft an. Nein! Jakob Busk kann den Ball halten. Oh! In der letzten Minute, ey. Wir müssen mal gucken bei Elfmeterschützen, ob da nicht einer das besser kann. Der Fintic hat irgendwie jetzt schon einige verschossen, ey. Oh, Mann. Oh. Nochmal ein kläglicher Versuch der Berliner für den Angriff. Und dann ist Ende hier. Dann ist hier Ende. Schade, ey. Mann, Mann, Mann. Fintic. Bitter, Junge, bitter. Oh, Mackie kam rein mit einer 5, auch bitter. Gucken wir die Ergebnisse an. Düsseldorf gewinnt 2-0 gegen Wiesbaden und festigt den ersten Platz. Die haben jetzt 24 Punkte. Also 6 Punkte Vorsprung vor dann Union Berlin. Und wann haben wir dann noch? Karlsruhe verliert gegen Erfurt. Augsburg verliert gegen Braunschweig. Stuttgart gewinnt 3-2 gegen Bochum. Fürth gewinnt 2-1 gegen Dynamo. Paderborn 0-1 gegen München. Achtung, ich muss niesen. Eieiei, Gesundheit. Nürnberg 5-2 gegen Sonnenhof. Oh, da haben aber auch einige hier. Ja, das wurde auch fair verteilt, die Tore bei den Nürnbergern. Und wer hat denn das zweite Tor gemacht hier bei den... Hä? Da müssen wir hier mal nachgucken. Mika Hanratz hat ein Eigentor gemacht. Ach, das konnte nicht angezeigt werden, weil der gleichzeitig auch noch ein Tor gemacht hat. Ah, okay, wieder was gelernt. Weil sonst hätte man ja hier einen roten Ball irgendwo sehen müssen wegen des Eigentores. Klasse Spiel auf jeden Fall, der Nürnberger. Und dann haben wir noch ein 1-1 Ingolstadt gegen Pauli. Letzter Platz immer noch Paderborn, dann Karlsruhe und Wien Wiesbaden. Und wir gucken in die Elf des Tages. Emre Can, Daphne, keiner von uns logischerweise dabei. Und ja, beste Spieler, Bobadilla und Soriano haben beide jetzt 2 Tore geschossen an dem Spieltag. Und bei FM-Zocker gibt es gerade eine kleine Diskussion bei den Spielerbildern-Erstellern. Bei dem Rixim, der macht auch super Dinger, aber der hat so einen eigenen Stil oder einen anderen Stil als die meisten. Und zwar lässt er die Trikots weg, sodass man hier quasi die Ränder von den Trikots nicht sieht, sondern nur den Hals. Er findet das super und manch andere auch, weil man dann, ist es egal, bei wem der Spieler spielt. Und man hat nicht nachher, nach ein paar Jahren, so eine zusammengehäufte Truppe. Aber ich finde es immer schöner mit den Trikots. Wie ist das denn bei euch? Findet ihr mit Trikots schöner oder so ohne Trikots? So, dass man nicht sieht, von welchem Verein der mal war, quasi. Gucken wir hier in die Champions League rein. Salzburg letzter, aber alle 3 Punkte in der Gruppe, okay. Barcelona nur 3 Punkte nach 2 Spieltagen. Gegen wen haben die denn verloren? Gegen Fenerbahce. Klasse, klasse Ding. Und Gladbach 2. in ihrer Gruppe, schön. Fußballer des Monats in der Bundesliga wurde das Max Meyer. Wie sieht's denn? Achso, das kann man ja nicht in der Zweiten gucken. So, Jugendspieler entdeckt. Recep Celep. Das ist ja auch ein geiler Name. Recep Celep. 44er, Torwart, 2,5 Stärke. Auch für die B-Jugend. Dann gucken wir mal rein. Was haben wir denn da? 32er Torwart haben wir nur. Ja, hallo. Dann nehmen wir den Recep hier mit. Gebisser stärker, Meredith stärker, Conte stärker. Die B-Jugend gewinnt 4-0 gegen Rosenheim. TSV 1860, Rosenheim, nicht München.
Tommy möchte häufiger zur Grundlinie durchgehen. Okay. Das können wir ihm mal sagen, auf jeden Fall. Öffne Taktik. Anweisungen. Was doch hier schon? Vorstöße einige. Doch schon oft. Was ist denn dein Problem, mein Freund? Vielleicht hier macht, meint er das hier. Dann machen wir die Plattenposition mal weiter nach vorne, okay. So, hier machen wir auch eher mal so mittig ein bisschen. Und Pressing können wir auch mal erhöhen vielleicht. Abseitsfalle noch ein bisschen. Die Abstöße können ja ruhig nach vorne gekloppt werden. Der Einsatz muss auch mal wieder höher hier. So. Passspiel so. Zeitspiel brauchen wir nicht. Gut, hoffen wir, dass der Tommy jetzt zufrieden ist damit. Und wir wollten ja noch bei den, nee, nicht, was ist das? Automatische Auswechslung? Nee, das wollte ich nicht. Aufgaben wollte ich ja nochmal gucken. Hier alle mal sortieren. Und bei den Elfmetern, der Vintage. Ah, weiß ich nicht. Sollen wir vielleicht mal jemand anderen die schießen lassen? So die Stürmer, die wissen ja, wo das Tor steht. Joel und Altintasch vielleicht. Gucken wir mal rein, ne? So, was haben wir noch gehabt hier? Ansprache fehlgeschlagen, ja klar. Und dann haben wir noch, die Zweite hat 1-0 gegen Feenhaus verloren. Schade. Gut, simulieren wir noch bis zum 1. FC Nürnberg. Der steht jetzt vor der Tür. Das ist natürlich auch wieder eine Hausnummer dann. Und hier haben wir die anderen Gruppen in der Champions League. Bayern führt in ihrer Liga, aber auch nur mit 4 Punkten. Dortmund haben nur einen Punkt bisher geholt. Ja, zu Hause gegen Liverpool verloren. Ah ja, da müssen sie sich auf jeden Fall ranhalten. Das ist eine harte Gruppe für die, aber muss man trotzdem sich durchbeißen können. Hoffenheim steht auf Platz 3 mit 3 Punkten. Und dann haben wir hier noch Real Madrid mit 0 Punkten letzter. Um Gottes Willen, gegen Moskau haben die verloren und gegen Manchester bisher. Eieieiei. Gut, wir haben unser Stadion der ersten Mannschaft ausgebaut und jetzt gucken wir direkt mal, ob wir noch was ausbauen können. Mal so auf 9.000 oder 10.000 Leute mal hinkommen langsam, müsste mal machbar sein. 100.000 brauchen wir. Von wo nehmen, wenn nicht stehlen? Machen wir es anders. Machen wir hier wieder Finanzen und Budgetänderungen. Nehmen von den Transfers nochmal was weg. Tun die in die Infrastruktur rein und dann tun wir auch nochmal von den Transfers was weg und packen es hier ins Budget für die Gehälter rein, weil wir bekommen ja jetzt demnächst noch einen super Spieler, wahrscheinlich den Pato, für 0 Euro, aber dafür will der ja Geld, ne? Hier, guckt euch hier mal noch ein paar an, was haben wir denn noch hier am Start? Gar kein Pato mehr hier am Rumpffleuschen und Kräuschen. So, ja, dann haben wir noch die Euroleague. Gucken wir nur kurz rein in die Gruppen. Schalke führt mit 6 Punkten nach 2 Spielen, das ist schon mal gut. Dann haben wir noch hier. Irgendwo müssen wir ja noch jemanden haben. Molde, nee. Ja, noch Red Bull Leipzig, die führen auch in ihrer Liga-Gruppe, wie auch immer. Was ist denn hier mit Pato? Meldet der sich nicht mehr oder was? Gerade hier abbrechen. Was ist bloß mit Pato? Neuer Sponsor. Ja, mehr Geld verlangen auf jeden Fall. Dann annehmen. Gut, wir haben jetzt hier schon den Spieltag gegen Nürnberg. Die sind gerade nicht gut dabei. In der Saison und in der Form. Das heißt, wir könnten da uns Punkte holen. Und ja. Gucken wir mal hier ihn hier an, ob das ein richtiger ist oder nicht. Eventuell gibt es sonst einfach nochmal ein neues Foto. Kamera. So, wo ist das hier? Da ist das hier. Und ja, dann gucken wir uns die Spiele nächste Folge an, also morgen quasi. Und jetzt müssen wir aber erstmal gucken, was hier schon wieder mit dem Pato ist. Warum ist der jetzt nicht mehr bei uns in der
Er hat die abgelehnt, aber ich habe keine Post bekommen, dass er die abgelehnt hat. Ey, was soll das? Wir haben doch nochmal nachgebessert. Ach, weißt du was? Also irgendwie bin ich wieder mal am Pennen gewesen oder was, aber. Also ich kann es mir nicht erklären, ehrlich gesagt. Kam doch nichts, dass er abgelehnt hat. Guck doch hier mal durch. Hansa Rostock hat Interesse an mir. Traditionsclub. Guckst du vor dem Gewinn von Dickhaut? Na Quatsch, der ist unser Trainer von Fatih Bülbül. Vorhandvertrag neu, fit ist er wieder und André Grauer ist wieder in der Reserve. Ja, scheiße, Mann. Das ist doof. Ich hätte ihn gern geholt. Vielleicht gucken wir nochmal später, wen wir da so noch haben. Transferliste haben wir jetzt nicht so klasse, Leute. Oh, es ärgert mich. Ich wollte den Pato holen. Naja, wenn er wieder Bock hat, würde ich sagen, versuchen wir es einfach nochmal bei ihm. Und jetzt machen wir erstmal Frühstückspause. Ich wünsche euch was. Mal sehen, die Folge kommt heute ein bisschen später, weil ich jetzt gleich keine Zeit zum Rendern habe. Irgendwann nach dem DFB-Pokal oder so. Heute kommt die auch noch. Also versprochen. Auf jeden Fall. Tschüss.